Hallo, ich bin Simon, dein Muskelmacher. In diesem Video geht es um das Thema Fitness, Kraftsport, Muskelaufbau für Jugendliche und Teenager. Das ist ein Thema, was gerade junge Leute interessiert. Junge Leute fragen immer wieder nach, ja, wie sieht's aus mit dem Muskelaufbau mit 13, 14 Jahren, mit 15, 16 Jahren. Ich hätte gerne ein Sixpack, ich hätte gerne kräftigere Arme, kräftigere, breitere Schultern und so weiter und so fort. Und ja, wenn man das Thema vielleicht abends zu Hause beim Abendessen thematisiert, dann ist es oftmals so, dass vielleicht der große Bruder dann schon sagt, du pass mal auf, kleiner Mann, warte nochmal 2, 3 Jahre, dann können wir das Ganze mal besprechen. Wenn du dann versuchst, in einem Forum dich da so ein bisschen zu informieren drüber, liest du auch Antworten oftmals wie, kleiner Mann, pass mal auf, nimm dir einen Fußball, geh auf den Bolzplatz und geh mit Freunden eine Runde spielen, du brauchst noch keinen Kraftsport machen. Ja, ich finde es immer irgendwie schade, dass gerade dieses Thema Muskelaufbau, Sixpack, kräftigere Muskeln für Jugendliche, für Teenager so schnell vom Tisch gekehrt wird und das gar nicht auf die Wünsche, auf die Vorstellungen, vielleicht aber auch auf die Sorgen von jungen Erwachsenen eingegangen wird und dass eben gerade die Jugendlichen und Teenager in dem Bereich oftmals nicht für voll genommen werden und da einfach gesagt wird, warte ab, du kannst das später machen, du bist zu klein dafür. Ich habe eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Ich denke, dass es möglich ist, für jemanden mit 13, 14 Jahren schon zu trainieren. Das Ganze ist an Bedingungen geknüpft, an Voraussetzungen geknüpft. Die werde ich jetzt in dem Video so ein bisschen erläutern. Aber insgesamt finde ich es einfach wichtig zu sagen, dass man auch in jungen Jahren bereits mit Sport, im Grunde genommen auch mit Kraftsport, anfangen kann. Ja, um das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen einzuleiten, der Mensch ist ein Arbeitstier, unsere Vorfahren haben immer körperlich gearbeitet, sehr früh angefangen körperlich zu arbeiten, ob das im Haushalt war oder ob das eben die ganz normale Landwirtschaft war, das war einfach eine Arbeit unserer Vorfahren, die Menschen sind einfach Arbeitstiere und sind fürs Arbeiten gemacht. Unsere Muskeln, die wollen benutzt werden, unsere Muskeln sind dafür da, Leistung zu erbringen. Wenn unsere Muskeln nicht gebraucht werden, dann verkümmern sie. Wenn unsere Gelenke nicht entsprechend benutzt werden, dann verschleißen sie auch. Und unsere Knochen leiden auch darunter, wenn sie einfach nicht benutzt werden. In unserer heutigen Welt werden wir einfach viel zu wenig körperlich gefordert. Das fängt ja schon an im Alter von, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren, wo man vielleicht in die erste Klasse kommt. Man fängt an, ab 8 Uhr in der Schule zu sitzen, sich nicht zu bewegen. Bewegung ist in der Schule auch überhaupt nicht erwünscht. Einmal in der Woche gibt es vielleicht Schulsport. Will ich jetzt nichts weiter zu sagen, ansonsten ist Bewegung ja eigentlich nicht erwünscht in der Schule, man sitzt einfach da und wer zappelig ist, der wird schon ausgeschimpft und später ist es dann so in der Arbeit, vielleicht noch davor in der Uni oder in der Ausbildung, da sitzt du auch nur rum, in der Arbeit fängst du an, ab 8 Uhr an deinem Platz zu sitzen, vor deinem Rechner zu sitzen, bis 16, 17 Uhr und ja, wenn du Glück hast, machst du dazwischen nochmal eine Stunde Pause und läufst zur Pizzeria gegenüber. Also man bewegt sich eigentlich kaum, auch jegliche Distanzen werden mit dem Auto, mit der Straßenbahn, mit der Bahn und so weiter wahrgenommen. Viele Leute fahren kaum mehr Fahrrad, viele Leute sind es gar nicht mehr gewöhnt, mal eine Strecke zu Fuß zu laufen. Und die Bewegung ist einfach viel zu wenig in unserem Alltag integriert und auch gerade schwere Bewegungen, die in der Menschheitsgeschichte immer stattgefunden haben, sind eine Sache, die finden bei uns auf einmal in unserer neuen Welt überhaupt nicht mehr statt. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass man unseren Körper auch wieder anfängt zu benutzen, wenn das eben auf Arbeit nicht möglich ist, weil man nicht gerade Dachdecker ist oder was auch immer, dann sollte man sich ein Hobby suchen, sowas wie Kraftsport, sowas wie Fitness, wo man eben seine Muskeln auch benutzt und mit diesem Hobby kann man auch schon sehr früh anfangen. Ich habe vorhin gesagt, man kann auch schon mit 13, 14 Jahren mit Kraftsporttraining anfangen. Das ist an Voraussetzungen gebunden. Die erste Voraussetzung, die es dafür gibt, ist, dass du körperlich in einer guten Verfassung bist. Du solltest dich körperlich durchchecken lassen, du solltest dich von einer fachkundigen Person, zum Beispiel von einem Arzt, durchchecken lassen, ob mit deiner Wirbelsäule alles in Ordnung ist, ob du eventuell eine Fehlhaltung hast, ob deine Entwicklung auch entsprechend ist, deine körperliche Entwicklung entsprechend gut ist. Und da solltest du dich auf jeden Fall von einer fachkundigen Person mal einen Augenschein nehmen lassen und durchchecken lassen. Wenn dann alles in Ordnung ist, dann muss auch noch Voraussetzung 2 stimmen. Voraussetzung 2 ist, dass du eine fachkundige Person hast, das kann ein Trainer sein, das kann eine kraftsporterfahrene Person sein aus dem Bekanntenkreis, aus dem familiären Kreis, ein Vater, ein großer Bruder, vielleicht auch der Bruder von einem Freund, der Nachbar oder wer auch immer, der dich einfach beim Training instruiert, dir die beim Training hilft, der sagt, pass auf, die Bewegungsausführung muss so und so stattfinden, so und so muss das gemacht werden und der dich in bestimmten Situationen auch ausbremst und sagt, du pass auf, sieht gerade nicht so gut aus oder hör jetzt mal hier auf oder mach mal besser so oder so. Einfach eine Person, die mit dem Sport vertraut ist und die dir bereit ist zu helfen und vor allen Dingen, die immer dabei ist, wenn du trainierst. Gerade für die ersten Wochen und Monate gilt es. Das Wichtigste ist, die Bewegungen,
die Bewegungsausführung selber kontrolliert und sauber auszuführen. Das bedeutet, dass es nicht darum geht, viel Gewicht zu bewegen. Es geht nicht darum, möglichst viele Wiederholungen zu machen oder möglichst schwer und hart zu trainieren. Es geht nicht darum, bis ans Muskelversagen zu gehen, sondern es geht einzig und alleine darum, sauber zu trainieren, gelenkschonend zu trainieren und eben das zu erlernen, um später darauf aufzubauen. Sowas kann man auch schon mit 13 oder 14 Jahren erlernen. Ich sage sogar ganz ehrlich, es gibt keine Übung, die per se ausgeschlossen ist. Auch sowas, was über die Wirbelsäule läuft, sowas wie Kreuzheben, sowas wie Kniebeugen, wo eben tatsächlich ein Gefahrenpotenzial da ist, auch ein Verletzungspotenzial da ist. Auch das sind Übungen, die kann man trainieren, wenn man jemanden dabei hat, der sich mit dem Sport auskennt und der eben auch das Ganze in Augenschein nimmt und der sagt, pass auf, führ die Bewegung so und so aus, achte darauf und dich korrigiert. Dann sind sogar diese Übungen möglich. Ich finde es sogar ganz wichtig, später, zumindest nach ein, zwei Jahren Training, auch mit diesen sehr komplexen und sehr risikoreichen Übungen anzufangen, weil man dann für sein späteres Leben irgendwo auch vorsorgt, wenn mal ein Umzug ist und die Waschmaschine verschoben werden muss, wenn mal ein Kasten Wasser aus dem Kofferraum in den Keller getragen werden muss, dann wird man als Kraftsportler, als Kniebeuger, als Kreuzheber ganz anders an die Sache rangehen und wird sich dabei garantiert keinen Hexenschuss zuziehen. Man wird sich dabei garantiert nicht verletzen, weil man einfach die Bewegung gewöhnt ist, weil man weiß, wie man mit Gewicht umgehen muss, wie man ein Gewicht anzufassen hat, die Bewegung aus den Beinen holt und so weiter und so fort. Das ist eben ganz wichtig für all diejenigen zu wissen, die immer sagen, ja, mit 13 oder 14 darf man noch überhaupt gar nichts machen. Nein, so ist die Sache nicht. Es ist eben wichtig, auch im Alter von 13, 14 Jahren vielleicht auch schon ein leichtes Training zu machen. Man kann ein leichtes Hanteltraining machen, eben unter Aufsicht. Man kann auch ein Training mit dem eigenen Körpergewicht machen, sowas wie Klimmzüge, sowas wie Liegestütz in verschiedenen Griffvarianten, vielleicht mal auf den Fäusten, mal mit hochgestellten Beinen und so weiter und so fort. Auch das ist alles möglich. Ich denke, gerade in diesem Bereich ist es eben das Gute, dass man es nicht übertreiben kann, denn mit dem eigenen Körpergewicht gibt es eben keine unendlichen Steigerungsmöglichkeiten. Man kommt nicht in Versuchung, auch mal die schwere Hantel hochzuheben und so weiter und so fort. Das ist natürlich der Vorteil beim Training mit dem eigenen Körpergewicht, aber man kann eben auch mit Hanteln oder an Geräten trainieren, wenn das Gerät entsprechend eingestellt wurde für dich, wenn die Hantel entsprechend für dich ausgewählt wurde, deine Bewegung kontrolliert wird und eben auch der Umfang des Trainings, also die Dauer und wie oft du trainierst, auch von jemandem beobachtet wird. Ja, ich habe da meine ganz eigene Ansicht, habt ihr gerade gehört. Ich sage ganz klar, es ist möglich, auch in jungen Jahren schon mit dem Kraftsport anzufangen. Ich sage ja, es ist möglich, auch in jungen Jahren schon alle Übungen zu machen, an die beiden Voraussetzungen gekoppelt, nämlich, dass du vorher durchgecheckt wurdest und dass du das unter Aufsicht machst. Dann ist alles möglich. Die Gefahr, das sage ich auch ganz klar, ist natürlich, dass sich die Wachstumsfugen schließen, verfrüht schließen, dass du deine körperliche Entwicklung irgendwo an einem Punkt ausbremst, wo sie noch nicht vollendet ist. Das wäre immer dann der Fall, wenn du sehr schwer trainierst und sehr oft trainierst, sehr viel trainierst, dann bist du letztendlich in einem Bereich, wo du sicherlich deiner körperlichen Entwicklung gar keinen Gefallen tust, denn dann sorgst du eben dafür, dass die Wachstumsfugen verfrüht geschlossen werden, dass du nicht mehr weiter wächst, dass du vielleicht auch gewisse Fehlhaltungen bei dir manifestierst und so weiter. Das ist eben ganz wichtig für all diejenigen zu wissen, die eben Hang zum Übertreiben haben. Aber ihr wisst, auf der einen Seite, gar nichts tun ist schädlich, übertreiben ist schädlich, versucht die goldene Mitte zu finden, lasst euch dabei helfen, informiert euch, gleiche gilt für die Ernährung, aber gerade beim Training ist es wichtig, seid ihr gesund, dann dürft ihr anfangen, habt ihr jemanden, der euch hilft, dann dürft ihr anfangen. Das war es dann soweit von mir zum Thema Training für Jugendliche, für Teenager. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich darüber, wenn du mich bewertest. Ich freue mich natürlich darüber, wenn du mich abonniert hast. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht geht es mal dann um die Ernährung für Jugendliche und Teenager, gekoppelt an ein gesundes Training. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.